Nach der Durchführung erhält der Meister das Prüfprotokoll und den Montagebericht. Er kontrolliert, ob alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Mithilfe des Montageberichts kann der Meister kontrollieren, ob er die Preise aus seinem Angebot halten kann oder ob er etwas zusätzlich berechnen kann. Er vergleicht die eingeplante Arbeitszeit mit der tatsächlich benötigten und korrigiert die Preise gegebenenfalls. Am PC erstellt der Meister die Rechnung und druckt diese aus. Zur Kontrolle für den Kunden wird an die Rechnung das Original des Montageberichts geheftet. Mit dem Eingang der Zahlung beim Elektrobetrieb ist der Auftrag abgeschlossen.